Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Es ist natürlich der nächste Tag. Wir sind wieder mal unterwegs, um Eier zu brüten. Immer noch auf der Suche nach Shiny Riolu. Shiny Hippopotas gibt es ja auch. Aus den 7-Kilometer-Eiern. Shiny Kaumalat könnt ihr bekommen. Shiny Bronzel, Shiny Mopai. Alles Mögliche auf jeden Fall. Mich interessiert aber eigentlich nur Riolu. Da wollte ich eh noch ein 100%iges bekommen. Mal gucken, wie es aussieht. Ist ja leider nur 3 Tage. Ich weiß nicht warum. Sonst gehen die Events immer 2 Wochen, 1 Woche, irgendwas. Und jetzt steht ihr einfach übelst unter Zeitdruck, weil ihr nur das Wochenende Zeit habt. Ich habe mal wieder ein paar Eier reingehauen. Die Stimme ist immer noch weg. Wir laufen wieder ein bisschen, gucken, wenn die 8 Eier aufgehen. Vielleicht wechseln wir dann wieder auf den Ivermild-Account, nehmen da nochmal 8 Stück mit. Ne? Ich will bei dem Großen eigentlich ungern jetzt alles in Brutmaschinen stecken. Ich nehme da lieber Raid-Pässe und raide ordentlich. Aber ja gut, dafür habe ich ja die kleinen Accounts. Die Smurfs! Habt ihr auch Smurfs-Accounts? Oder kennt ihr den Begriff Smurf-Account? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir laufen noch ein Stück. Wenn die Eier auf sind, melden wir uns zurück und gucken mal, ob wir heute Glück haben. So, wir sind jetzt auf jeden Fall hier am Strich angekommen. Das war immer der Hotspot sonst, weil hier immer 3 Stops auf einmal sind. Hier sind Bänke, hier sind Mülleimer. Da konntet ihr immer schön Bier trinken, Chips essen. Im Sommer einfach nur chillen. Hier treffen sich auch immer die ganzen Spritties. Jetzt leider nicht, weil es noch zu kalt ist. Das war immer der Hotspot, immer abends an den Modulen gechillt früher. Ist aber schon leider schon ewig nicht mehr so. Es hat sich eben alles verändert. Jetzt gehen die Eier auf. Wir gucken mal rein. 8 Stück müssten das sein. Schon wieder Knospi. Warum? Was wollt ihr mit den Knospi? Ich weiß es nicht. Diesmal aus Stuttgart wieder, Baden-Württemberg. Das kann aber nicht von ISPO sein. Wie viele Leute aus Stuttgart habe ich denn bitte in meiner Freundesliste? Kann natürlich auch shiny sein. Habe ich aber schon. Brauche ich aber nicht. Habe ich ja damals vom Crazy O bekommen. Ein Bronzel braucht man leider auch nicht. Ist aber trotzdem ein cooles Pokémon immer noch. Auch Bronzong, die Weiterentwicklung. Aus Simmern Hunsrück. Was ist das, Mann? Ich krieg... Das sind doch genau dieselben Eier wie gestern, dieselben Orte, Simmern, Hunsrück, Baden-Württemberg, Stuttgart. Jetzt fehlt nur noch Thema und Hildburghausen. Barmelin, okay, das ist bestimmt aus Thema oder Hibu. Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, das müsste sogar vom Bieser-Fan TV sein. Normalerweise macht der immer meine Geschenke auf abends und ich schicke ihm ein neues. Diesmal kam ich ihm aber zuvor. Hab auch mal eins von ihm aufgemacht. Mal gucken, ob er meins deswegen zulässt oder auch noch aufmacht, weil die Interaktion war ja schon da. Aber beim Geschenke-Event ist eh immer alles anders. Ein Mantirps aus Würzburg, Bayern. Eigentlich relativ gute IV, aber nichts auf 15. Kann ja auch nicht shiny sein. Wenn das dann shiny irgendwann reinkommt, dann geht der ganze Spaß wieder los. Barmelin, gut, wieder mit seinem Käsekringel um den Hals. Auch nicht krass. Nochmal Rostock. Hm. Wie viele Rohstöcke habe ich denn? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja ein paar Leute, die drunter schreiben, das war das Ei von mir und das war meins. Vadribie. Gut. Vadribie oder Vadribie? Wie sagt ihr dazu? Auch Würzburg, Bayern? Keine Ahnung. Wo sind schon wieder die guten Budapester Eier hin? Da war wenigstens immer was Gescheites drin. Hier nicht. Das dürfte jetzt das letzte wieder gewesen sein von der Ladung. Wieder ein Knospi, kein Kaumalat, kein Riolu. Stuttgart, Baden-Württemberg. Die kommen heute alle aus einer Ecke. Eins ist noch da. Gut. Ich verzähle mich sowieso immer. Vielleicht habe ich dann in der zweiten Ladung mehr Glück. Ein Shinux. Brauchen wir aber auch nicht. Ich habe ungelogen letztens bei dem kleinen Account 3 Shiny Shinux kurz hintereinander gebrütet. Das zeige ich aber dann in der schon wieder Simmern Hunsrück. Ich verstehe es nicht. Die kommen doch nicht alle von dort, oder? Ich mache doch verschiedene Leute auf und alle Simmern Hunsrück. Wir laufen mal weiter, machen noch ein paar Geschenke auf, gucken da mal in der zweiten Ladung, ob wir da vielleicht mehr Glück haben und boah.
Ich mache eh noch eine Auswertung irgendwann am letzten Tag. Da zeige ich euch mal, was bei den anderen Accounts abging. Auf dem großen kommt immer zu nur das Gleiche. Ich verstehe es nicht. Bei den kleinen geht auf jeden Fall viel mehr ab. Das seht ihr dann aber im Auswertungsvideo. Jetzt zweite Ladung. Wir melden uns nochmal zurück. Wieder mit 8 Stück. Yo, und checkt mal das Wasser aus hinter mir. Es ist wieder mal alles komplett gefroren, weil es einfach so kalt ist. Wir laufen jetzt mal hier in den Park, in den Stadtpark. Da sieht man auch noch schön den Tau auf den Pflanzen. Sieht man hier, ne? Sieht man das? Gut, sehr schön. Da vorne ist aber Sonne. Also bestes Wetter wieder mal, um mit kurzer Hose am Start zu sein, Bruder. Ach, langsam wird es peinlich, oder? Glaube ich. Aber die Sonne scheint. Bestes Grillwetter auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ihr so in der Sonne lauft, dann ist das sehr angenehm. Da könnt ihr auch bei minus 50 Grad einfach mal rausgehen. Die nächsten Eier gehen auf jeden Fall jetzt auf. Boah, ist das widerlich. Ich muss da irgendwo hin, wo Schatten ist. Ich sehe nämlich überhaupt nichts. Wir drücken mal drauf, gucken mal, was im ersten Ei ist. Vielleicht haben wir jetzt ja mehr Glück. Ein Vonera! Wenigstens nicht der gleiche Mist wie sonst. Wir werden das auch mal. Ich verstecke mich jetzt einfach mal hier hinterm Baum. Denn hier hinterm Baum sieht alles besser aus. Das kommt aus Eisfeld. Ein 98er Vonera. Gut, aus Eisfeld, Thüringen. Das ist wenigstens mal was anderes. Alter, sitzt da ein Luminion, die Weiterentwicklung vom Phineon? Vadribje? Das brauchen wir doch nicht! 815 Staub, Hildburghausen, alles klar. Wo rennt der rum? Richtig heftig. Erst rennt er in den Park, jetzt rennt er wieder aus dem Park raus. Scheinux, okay. Nimmt man gerne mal mit. Ist ein cooles Pokémon. Ist hier auch natürlich noch nicht entwickelt. 15 Angriff, Hildburghausen. Digga, renn doch mal zurück in den Park. Ich bin im Park, du musst auch in den Park kommen. Lass mich nicht alleine hier stehen. Und Barmelin. Das ist ein richtiges Barmelin-Event, oder? Kann das sein? Von wegen, andere schreiben hier Kaumalat rein. Nix, Barmelin ist der Boss. Wieder Hildburghausen, also nichts Besonderes. Riolu, wenigstens. Kann man natürlich wieder tauschen. 540 ist, glaube ich, nicht so krass. Aus Thema. Gut, nehmen wir mit. Was haben wir noch? Irgendwie, die kleinen Accounts haben sowieso keine krassen Eier. Die haben ja auch kaum Freunde. Scheinux! Shiny Scheinux! Das vierte! Ich glaube sogar auf dem Account. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das vierte Scheinux jetzt. Hildburghausen, Thüringen. Ah! Braucht jemand einen Shiny Scheinux? Schreibt es mal in die Kommentare. Kann ich gerne mal eins abgeben. Also falls ihr schon eins habt, registriert und braucht ein zweites, gebe ich euch gerne eins ab, weil das ist der zweite Account und da ist eh keiner mit befreundet. Könnte ich aber, falls es registriert ist, gerne eins verschenken. Meldet euch einfach. Der sich zuerst meldet, der hat gewonnen. Der kriegt ein Shiny Scheinux, wenn es registriert ist. Ansonsten muss man halt 30 Tage befreundet sein, dann kriegt ihr das für 80.000. Muss ich mir mal überlegen. Dieses Mobile, aha, Eisfeld, 15 Angriff, gut, kann man lassen. Eins aber, glaube ich, noch. Oh, mein Arm tut weh. Mobile! Deswegen stehen wir auch hier hinterm Baum, damit wir mehr Mobile aus den Eiern bekommen. Wieder Thema, 15 Angriff, das dürfte aber jetzt das letzte gewesen sein. Ihr seht hier auch in der Nähe, es sind lauter Picochilla und da müsste, ach so, das ist ein Barschuft, glaube ich. Da können wir ja mal reinlaufen, wenn er sich wieder findet und auch mit in die Mitte kommt, ist das nämlich kein Luminion, sondern ein Barschuft. Er hängt aber weiterhin da oben am Stop rum. Bruder, was ist mit dir? Lass es zerputze in Ruhe. Das hat dir nichts getan, Mann. Ja genau, komm mal rein hier in die Hood. Hier ist übrigens die Location, da drüben irgendwo, die Bank, wo wir die, nee, ist doch ein Luminion. Das Barschuft müsste hier aber auch irgendwo sitzen. Das tüten wir mal noch ein.
da hinten auf jeden Fall die Location, wo wir die Müllermilch-Challenge gedreht haben. Immer im Stadtpark, immer genial. Heute sogar noch besseres Wetter. Heute würde es sich erst recht lohnen, so eine Challenge zu drehen. Ich sehe aber keinen Barschuft. Nehm mal das noch mit, hätte ja auch shiny sein können. Ist es trotzdem nicht. Gut. Das war's mit der zweiten Folge. Ich glaube, morgen haue ich nochmal eine Folge raus, nochmal Eier. Vielleicht kriegen wir ja dann nochmal ein Shiny, was wir verschenken können. Oder ein Shiny, was wir gebrauchen können. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Ach, da sitzt es doch. Barschuft, das rote Barschuft ist auch noch hier. Das nehmen wir noch mit. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Vorhaut, euer Ramses.